erzähle euch diese Woche von Märchen. Gott, ich liebe Märchen. Ich bin eine total Romantikerin. Ich träume davon, dass mein erster Freund, mein erster Kuss, mein erstes Date damit endet, dass ich unter einem wunderschönen uralten Laternenpfahl meinen ersten Kuss erhalte. Am besten soll es regnen, obwohl ich ja keinen Regen mag, aber das ist romantisch. Das hat man so in diesem Kitschfilm. Und es soll regnen und dann nur noch diese Laterne und wir zwei und das klingt doch nett. Tja, so habe ich mir meinen ersten Kuss und alles vorgestellt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Dann bin ich älter geworden und irgendwann hat sich diese Vorstellung vom Märchen total verändert. Irgendwie total verdreht auch. Als ich früher gelesen habe und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, dann habe ich immer gedacht, oh, wie schön. Heutzutage denke ich mir oft, statistisch gesehen, leben sie nicht wirklich glücklich bis an ihr Lebensende. Naja, vielleicht leben sie glücklich, aber nicht mehr zusammen. Weil 50% der Ehen in Deutschland oder auch allgemein werden geschieden. Oder sowas wie, ich habe ganz lange Zeit wirklich, ich glaube von 14 bis zu meinem 20. Geburtstag nicht geglaubt, dass es sowas wie die wahre Liebe überhaupt gibt. Ich habe geglaubt, es gibt so diese abschnittswahre Lieben. Ich glaube nicht, dass so dieses... Ich habe nicht geglaubt, dass es für mich die wahre Liebe geben kann. Ich habe nicht geglaubt, dass ich in Anbetracht dessen, dass ich nun mal den Asperger habe, es verdient habe, glücklich zu sein oder die Liebe zu erfahren. Oder ich habe eben auch gespürt, dass ich keine Gefühlsregungen habe. Und da habe ich mir gedacht, ist doch eigentlich unfair, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die wahre Liebe finde und jemand anders nicht. Und was soll ich erwarten? Ich kann nicht erwarten, dass ich irgendwann mal, ich weiß nicht, wie es in einer Partnerschaft sein wird. Ich weiß nicht, wie es mit mir, mit Liebe, mit Nähe, mit Zärtlichkeiten aussieht. Das kann ich alles heute noch nicht sagen. Und ich sage, wie es ist. Ich habe lange Zeit meines Lebens gedacht, ich habe es einfach nicht verdient, auch nur, dass jemand, oder ich kann es doch niemandem antun, dass er der Erste oder auch der Zehnte oder der Hundertste ist, der es mit mir versuchen soll. Ich habe mich gefragt, bin ich überhaupt mit meinem A liebenswert? Bin ich es wert, dass irgendjemand anders sagt, ja, ich mag dich, ja, du bist toll, ja, du bist für mich ein fabelhafter Mensch? Und ich habe mir gedacht, weil ich bin schwierig, ich bin anstrengend, ich bin anders, ich bin kompliziert. Oh Gott, ich bin wirklich kompliziert. Und ich habe dann mit 20 die Erkenntnis gewonnen, ja, ich bin liebenswert. Ja, ich habe es verdient, die Liebe zu finden. Ja, vielleicht mag es sein, dass ich nicht meinen Partner so lieben werde, wie er mich liebt. Aber auf meine Art kann ich das auch. Es war vielleicht dann... Ich weiß nicht, ob es meinem zukünftigen Partner reichen wird. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Aber auch ich möchte meinen, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich möchte eines Tages aufwachen und einfach denken, ja, es passt. Ich möchte so viele Dinge noch erleben. Ich möchte Kinder haben. Ich möchte Enkelkinder. Ich möchte auf einem Schaukelstuhl auf einer Veranda sitzen und meinen Kindern und meinen Enkeln beim Spielen zusehen. Ich möchte glücklich werden, was sofern es für mich möglich ist. Ich möchte wenigstens, ja, ich möchte versuchen, ein Leben mit jemandem anders zu führen. Ich merke ja, dass es an sich nicht unmöglich ist, für mich mit anderen Lebenswesen, Lebensformen, Elternteilen zusammen zu sein. Ich meine, ich wohne mit meinen Eltern zusammen, ich wohne mit Isa zusammen, die ich übrigens auf meine Art abgöttisch liebe. Also ich liebe diesen Hasen so unfassbar. Ich habe einen unglaublich ausgeprägten Mutterinstinkt. Das kann man sagen, was man will, aber wenn mein Hase auf dem Häuschen sitzt und niest, dann kann es passieren, dass ich 3 Stunden später ins Bett gehe, nur um sicher zu gehen, dass er nicht nochmal niest, weil
Ich denke, was, wenn er dann einen Hasenschnupfen hat und ich es zu spät merke, ich sollte vielleicht da bleiben, nicht, dass er noch mal ein zweites Mal niest oder sowas. Und auch wenn es sich verrückt anhört, weil ich diese Person noch nicht kenne, weil sie noch nicht mal existiert, weil ich noch nicht mal weiß, ob sie mein Leben so tritt, wie ich es mir erhoffe oder so. Aber ich liebe meine zukünftigen Kinder. Ich liebe sie heute schon so, wie als ob sie da wären. Und ja, ich liebe meine Schwester auf diese eine Art und auch meine Großeltern. Und ich denke, für mich ist es wichtiger, als jemanden zu lieben, jemanden zu vertrauen. Wenn ich jemandem vertraue, dann ist es für mich viel wichtiger als jemanden. Für mich ist die größte Art, jemandem zu sagen, ich liebe dich, zu sagen, ich vertraue dir. Oder ich mag dich. Und ich habe Ewigkeiten meines Lebens bin ich vor Märchenbüchern gesessen und habe die durchgelesen und fand es so schön, diesen Gedanken einfach, gut, jetzt von einem giftigen Apfel abzubeißen und dann ins Koma zu fallen, ist nicht so schön. Aber dass dann der Märchenprinz kommt und der Kuss aus wahrer Liebe alles wieder gut macht, das war irgendwie so, ist wahrscheinlich so ein richtig toller Gedanke. Ich habe oft mir gedacht, das Leben ist nicht wie ein Märchen. Mit meinem ersten Freund die Geschichte, das waren so Kinderbeziehungen, da gibt es auch diese Geschichte, auf die ich nicht unbedingt stolz bin, aber meine 5 Sekunden Post-Beziehung. Damals hat eine Freundin aus meiner Klasse, die wollte unbedingt mit einem Jungen zusammenkommen, der auch in der Klasse war. Und ich habe ihr ehrlich gesagt nicht zugehört, als sie mir erzählt hat. Und dann hat sie irgendwann erzählt, übrigens, du bist jetzt mit dem und dem zusammen. Dann habe ich mir gedacht, ups, wie jetzt? Ernsthaft? Ja, und dann habe ich irgendwann diesen komischen Druck auf meinen... Also es hat sich wirklich angefühlt wie so ein Riesendruck, der auf mir plötzlich gelastet hat. Und dann nach 5 Sekunden habe ich mich entschieden, auf dem Post-it zu kritzeln, ganz schnell, ich mache Schluss. Und das war dann meine 5 Sekunden Post-it-Beziehung. Meine längste Beziehung war 2 Jahre. Und jetzt kommt der Witz dran. Ich habe nichts von dieser Beziehung gewusst. Nach 2 Jahren sagte mir dann so, kurz bevor er die Schule verlassen hat, übrigens, ich finde es schade, dass wir können unsere Beziehung ja jetzt auch weiterführen, obwohl ich die Schule verlasse. Ich dachte mir so, gut, jetzt nochmal? Nochmal? Was? Hä? Beziehung? Ich dachte, wir sind Freunde, Kumpels. Dann habe ich auch schnell Schluss gemacht. Das war dann die zweite Beziehung, mit die schnell in die Brüche ging. Aber ich glaube, heutzutage ist das eine andere Geschichte, weil ich nicht mehr dieses kleine, verängstigte Mädchen bin, das denkt, es ist nicht wert, dass man sie liebt. Es ist nicht wert, dass es ein schönes Leben führen darf. Ich bin der Ansicht, was ich übrigens auch durch meine Therapeutin, wo ich übrigens vielen meiner Gleichgesinnten empfehlen würde, geht zu einer Therapeutin, das hilft euch extrem viel weiter. Und wenn es nur in Sachen ist, wie zum Beispiel Schulamt, Attesten, Arbeitsamt oder sonst welche Ämter, da braucht ihr ständig irgendwelche Atteste, Bestätigungen, geschriebene Texte, die euch sagen, ja, es ist so, es klappt halt bei ihr nicht oder sowas. Und da hilft es wirklich oft auch mal zu einem Therapeuten zu gehen. Oder eben einfach so auch für Anträge. Ist komisch, die verlangen immer sofort erstmal einen Attest. Und da ist es nun mal unvorteilhaft, wenn ihr dann, sagen wir mal, ihr müsst am 8. Kriegt ihr einen Brief, ihr braucht einen Attest. Und am 10. geht ihr zum ersten Mal zu einem Therapeuten, den ihr davor noch nie gesehen habt, den ihr nicht kennt. Und er schreibt dann eben, was er bei diesem ersten Treffen gehabt hat. Und das ist unvorteilhaft. Geht zu einem Therapeuten, geht regelmäßig hin, dann kriegt ihr auch, wenn ihr es nötig braucht oder benötigt, Medikamente. Ich habe Melperon, das ist ein recht gutes, nicht natürliches, was ich leider schade finde, weil ich eher auf der natürlichen Schiene bin.
auch Notfälle, wenn es gar nicht geht, wie zum Beispiel nach der Geschichte mit dem Gutachter, da bin ich dann 3 Tage, glaube ich, auf Melperon gewesen. Und ich bin bis heute froh, dass ich das dann auch gemacht habe, weil es hat viel gerettet. Das durfte ich doch, glaube ich, sogar, glaube ich, 3 oder so 3 Mal oder so nehmen und habe es dann, weil ich wirklich in einer Akutphase war und viel auf mich eingerieselt ist, es hat viel gedämpft, viel besser gemacht und ja. Aber meine Therapeutin, wie schon gesagt, zu der, da komme ich zurück, sie hat zu mir gesagt, dass man, von Autismus kann man nichts. Und es ist halt nur, es kommt auch nicht von nichts. Ich meine, ich bin seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, hüpfig von Therapie zu Therapie und es ist halt so, dass der da, obwohl ich ja jetzt fest bei einer Therapeutin lange war, die leider aufgehört hat, was ich schade finde, aber ich war am Montag bei ihrer Nachfolgerin und die ist super. Ich bin begeistert für meinen Teil. Ja, und ich freue mich schon riesig drauf, da hinzugehen und ja, das eben so zu arbeiten und bin gespannt. Ist was Neues, ist aufregend, mal sehen. Aber was meine Therapeutin mir, was mir da geholfen hat, ist, dass sie mir gesagt hat, ich kann nichts dafür. Und dass es ja auch nichts ist, wofür man sich schämen muss. Wo ich lange, lange Zeit gebraucht habe, um das selbst zu erkennen. Ich habe mich Ewigkeiten gefragt, warum trifft's mich, warum muss ausgerechnet. Ich hatte teilweise Tage, da wollte ich gar nicht aufstehen, weil ich gedacht habe, es macht doch eh keinen Sinn, ist doch ein Tag wie jeder andere. Aufstehen, an den Computer gehen, da irgendwelches Zeug machen, Filme gucken, ins Bett gehen und wieder und dann Kopfschmerzen haben und dann wieder der nächste Tag. Aber dann habe ich für mich erkannt, jeder Tag ist ein guter Tag, weil jeder Tag ist ein Tag, den du was dazugelernt hast. Und ich bin sehr wissensdurstig, also ich versuche wirklich über viele Sachen viel zu erfahren und habe so eben mein Wissensschatz, mein Lebens... Ja, ich lerne jetzt für meine Zukunft, für mein zukünftiges Leben. Viele gehen jetzt in Ausbildung, gehen arbeiten oder so, aber mein Traumjob war schon, seitdem ich denken kann, Hausfrau und Mutter. Ich will nichts anderes werden. Ich möchte nur Hausfrau und Mutter sein. Weil ich komme in dem Betrieb nicht klar. Ich weiß es jetzt schon, weil ich komme nicht damit klar, dass mir einer sagt, was ich tun soll, wann ich es tun soll, wie lange ich das Arbeit tun soll. Dass ich dann mit Leuten zusammenarbeiten muss, dieses täglich um 8 Uhr aufstehen, dieses immer zur Arbeit gehen, dieses Verpflichtende. Ich mag dieses YouTube-Ding hier, weil ich es so machen kann, wie es nach mir geht. Ich kann mich hinsetzen, sagen wir mal am Montag und ein Video von Freitag aufnehmen. Oder gut, bisher ist es meistens so, dass ich durch schlechtes Zeitmanagement immer knapp vor Hochladen das Video fertig kriege. Aber ich kann es mir einteilen. Und ich spüre nicht so einen Leistungsdruck, weil damit käme ich auch nicht wirklich klar. Ich bin kein leistungsorientierter Mensch. Ich möchte einfach nur ein Leben leben, wie es für mich gut ist. Und für mich ist nun mal, arbeiten zu gehen, aufgrund meines Autismus nicht möglich. Und ich würde viel tun, wenn ich arbeiten gehen könnte, wenn ich eine Ausbildung machen könnte. Es klingt vielleicht komisch, aber es geht halt nicht. Aber ich merke es ja schon, wenn ich einmal die Woche rausgehe, dass mir das zu viel ist. Wobei diese Woche bin ich etwas sehr müde, gebe ich zu, weil ja Montag und wir haben heute Mittwoch, also ich bin immer noch im Erholungsmodus. War ich bei zwei Stationen, nämlich zum einen meine lieben Therapeutin auf Wiedersehen sagen und meine neue kennenlernen. Und zum zweiten war ich dabei, ich habe zufälligerweise durch eine Kleinanzeige bei eBay, habe ich eBay Kleinanzeigen, könnte man das auch in richtigen Reihenfolge sagen, habe ich einen Sessel entdeckt. Ich brauche schon länger einen und jetzt habe ich endlich einen entdeckt in Mintgrün. Der ist super und ich freue mich auch. Ich habe ihn nicht gleich mitgenommen, aber
wenn er dann aufgebaut wird, kann ich euch ja vielleicht ein Video drehen. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Wird sich zeigen. Und ja. Jetzt habe ich irgendwie schon wieder den Faden verloren. Ich hoffe immer noch drauf, dass irgendwann das große Märchen wahr wird und ich meinen Traumprinzen kennenlerne und wir wirklich glücklich bis ans Lebensende leben. Aber ich lasse mir auch Zeit. Ich lasse mir ganz offen gesagt Zeit. Mal sehen, wann es ist. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber ihr erfahrt es auf jeden Fall. Weil irgendwann kann ich euch ja dann vielleicht in einem Video erzählen, hey Leute, übrigens, ich habe Zeit. Paar Monaten einen Freund oder sowas. Und dann kann ich euch auch erzählen, wie es in diesen Beziehungsdingen ist. Ja, sei es drum, das war mein Video. Bis Freitag. Schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Es gibt wirklich keine Fragen, die mir nicht zu privat sind. Ich beantworte gerne Fragen. Ich möchte euch ja helfen. Vor allem möchte ich dafür sorgen, das ist auch so ein Teil meines Ziels. Ich möchte dafür sorgen, dass die Leute mit Nervenkrankheiten nicht immer als komische Fremde oder als Außenseitige ansehen, sondern ich möchte einfach zeigen, dass wir auch Menschen sind, wie jeder andere auch. Dass wir eben unsere Problemchen haben, aber die hat jeder. Dass unsere Probleme eben anders sind, ist auch so, aber dass wir genauso Menschen sind, die ja, die leben, die atmen, die existieren, wie jeder andere. Und es ist sehr wirklich hilfreich, wenn ihr Fragen stellen würdet, die ich dann sozusagen, dann wüsste ich, was ihr noch wissen wollt. Im Moment erzähle ich euch ja einfach alles Mögliche, was mir einfällt. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob es nicht gut ist. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie. Wenn sie zu privat sind, dann werde ich sie euch auf privater Ebene antworten. Aber ich werde euch auf wirklich jede Frage antworten. Das verspreche ich. Indianer-Ehrenwort. Also dann, bis bald, ciao und bis Freitag.